Wix hat demnächst also Geburtstag. Ein Grund zum Feiern für Sie? Auf jeden Fall, denn wir waren ja nicht so ganz sicher, ob die Marke gut ankommt, ob es verstanden wird, auch dass wir den Wechsel machen. Der Drei-Löwen-Takt hat immerhin eine große Bekanntheit gehabt. Aber wir stellen fest, es gefällt den Leuten. Auch der Wechsel zur Stauferlöwin kommt gut an. Und insgesamt ist halt Teil eines neuen Werbeauftritts, der schon einiges moderner ist als der Vorgänger. Ist auch logisch, wäre anders, alles andere wäre komisch. Und auch dieser moderne Auftritt zusammen mit einer Ballettgruppe ist auch nicht schlecht. Was würden Sie hervorheben, was vor allen Dingen in diesem ersten Jahr schon erreicht ist? Was sind für Sie so die Highlights? Also das Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, war schon mal der Start. Das Konzept sagt ja, besagt ja, dass wir es über mehrere Jahre machen. Also, und wir werden dann Highlights vor Ort haben. Ja. Und wir haben jetzt den Start der ersten neuen Linie mit neuen Fahrzeugen, so muss ich sagen, gefeiert und inszeniert. Und im nächsten Jahr werden dann noch mehr Strecken kommen, noch mehr Fahrzeuge. Und da werden wir es jeweils vor Ort erneut zelebrieren und zeigen. Hm. Lässt sich Erfolg zum Teil auch messen? Mehr Nutzer, schnellere Taktung und so weiter? Also wir haben insgesamt ja nicht nur das Design verbessert, sondern das Angebot wird ungefähr um ein Drittel verbessert. Also es fahren ein Drittel mehr Züge und es fahren vor allen Dingen zunehmend neue Züge, die natürlich ein ganz anderes Angebot bieten, also von jetzt schönen Tischen in der ersten Klasse, dann eben mehr Platz auch in der zweiten Klasse, WLAN, dann Steckdosen und natürlich auch die Informationssysteme, dann die Barrierefreiheit. Das ist schon eine deutliche Verbesserung und damit glauben wir auch, dass wir mehr Fahrgäste gewinnen. Wir haben ein klares Ziel, bis 2030 wollen wir doppelt so viele Fahrgäste haben und deswegen haben wir auch mehr Züge bestellt. Und wir wollen die voller haben, als es früher der Fall ist. Denn früher der Fall war, denn früher war es oft so, dass in Hauptverkehrszeiten schon die Züge ordentlich voll waren, aber in den Nebenzeiten ziemlich leer. Wir wollen gerne, dass es über den ganzen Tag gut gefüllt ist. Mindesttaktung stündlich. Und in bestimmten Bereichen, die mehr brauchen, halt auch öfter. Mindesttakt stündlich im ganzen Land ist das Ziel bis 2025. Das haben wir aber schon weitgehend, ich würde mal sagen, zu 80-90% ist es erreicht. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass in Ballungsräumen, wo es sehr viel mehr Fahrgäste unterwegs sind, dass wir auf den sogenannten Metropol-Express-Linien, das sind die Linien, die auf Stuttgart zulaufen und für Pendler wichtig sind, dass wir da überwiegend einen Halbstundentakt haben. Das ist natürlich schon deutlich besser. Und wir haben dann zusätzlich ja noch Interregio-Express-Züge und manchmal auch noch Fernverkehrszüge, sodass auf bestimmten Relationen 4, 5 und gar 6 Züge pro Stunde sogar unterwegs sind. Angefangen hat es mit Gäubahn und Moorbahn. Was kommt jetzt noch als nächstes? Ja, als nächstes kommen dann die Züge, die sogenannten Neckartalbahn. Und wie weit ist inzwischen der Baden-Württemberg-Tarif? Der Baden-Württemberg-Tarif ist weit fortgeschritten, weiter als wir geplant hatten. Ursprünglich hatten wir das in zwei Stufen geplant, zum Ende des Jahres 2018, Stufe 1. Das hätte bedeutet, dass man, wenn man mit einem Zugticket irgendwo ankommt in der Stadt, dass man dann anschließend automatisch den Stadtverkehr dabei hat. Und Stufe 2, dass man auch schon auf dem Weg zum Bahnhof in der Stadt, also Stadtmobilität, Startanschluss, dass es dann in der zweiten Stufe kommt. Jetzt wollen wir das in großen Zügen schon zum Beginn des Fahrplanwechsels in diesem Jahr haben. Und wir werden aber trotzdem noch einige Sachen nacharbeiten müssen. Da brauchen wir noch Zeit, weil bis alle im System, die im System öffentlichen Verkehr unterwegs sind, auf dieses neue Konzept hin ausgerichtet waren, dauert es noch. Ich glaube, ein bisschen hapert es noch bei der Barrierefreiheit, obwohl da große Fortschritte erreicht worden sind. Werden wir irgendwann mal Bahnsteige haben, die alle gleich hoch sind? Also wahrscheinlich dann zum Ende des Jahrhunderts, aber früher glaube ich es kaum. Es sind heute so viele unterschiedliche Bahnsteighöhen da und die Züge sind auch unterschiedlich. Wir haben da jetzt zum Beispiel diese Züge bestellt, weil zum damaligen Zeitpunkt es völlig klar war, dass der Nahverkehr mit der Bahnsteighöhe 55 funktionieren wird. Und danach hat jetzt die DB und der Bund sein Konzept korrigiert, zum Ärger der meisten Bundesländer. Und deswegen wird es über Jahre weg, solange diese Züge fahren, die fahren jetzt mal 30 Jahre, wird man auf jeden Fall nicht auf die Nahverkehr auf die höheren Bahnsteighöhen gehen, sondern da wird man. Unser Ziel ist ja Barrierefreiheit und nicht einheitliche Bahnsteighöhe. Ja, aber wenn die Einsteige,
das eine bedingt ja vielleicht das andere oder würde das leichter machen. Hängt zusammen, aber wenn man heute auf eine Bahnsteighöhe setzt, heißt es, dass alle anderen 75% nicht barrierefrei sind. Ja? Und deswegen muss man halt mit unterschiedlichen Zügen und unterschiedlichen Höhen arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir sowohl bei den Bahnsteigen Hybridbahnsteige bekommen, die also verschiedene Höhen haben werden, sanft nach oben gerichtet. Und wir kennen es ja auch von der Stuttgarter Stadtbahn. Die hatten ja auch das Problem, dass sie von einer niederen Einsteighöhe auf eine höhere gehen mussten und dann halt die Fahrzeuge so konstruiert haben, dass sie je nach Haltepunkt unterschiedliche Höhen haben können. Was bedeutet die Mobilitätsgarantie? Mobilitätsgarantie meint, dass wir als Land den Bürgerinnen und Bürgern sagen, wir wollen euch garantieren, dass ihr im ganzen Land mit dem öffentlichen Verkehr von früh morgens bis spät abends und auch am Wochenende unterwegs sein könnt, mindestens im Stundentakt. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Bewegt und Mobilität, welcher wäre das? Mein großer Wunsch ist, dass wirklich mehr Leute umsteigen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, boah, ich täte ja gern, wenn es denn bessere Angebote gäbe. Und dann erzähle ich ihnen, was es alles gibt. Und dann sagen die, boah, wenn ich das gewusst hätte oder wenn es so ist, muss man es doch nochmal überlegen. Also man braucht schon noch Zeit, bis die Marke Bewegt wirklich bekannt wird. Aber je mehr Züge in diesem Design fahren, desto klarer wird es. Und je mehr Leute auch schöne Geschichten erzählen, umso besser. Ein Problem ist wirklich, das wäre auch Teil dieses Wunsches, heute noch fährt die DB Regio mit zum Teil anderen Zügen und hat halt große Verspätungen oder Zugausfälle. Und das schadet dem System und der Werbung erheblich. Und da muss die Deutsche Bahn DB Regio besser werden. Und wir tun alles, dass die neuen Betreiber nicht auch starten mit Fehlern. Ich meine, die werden das nicht sofort alles schaffen, aber im Großen und Ganzen muss das Angebot funktionieren. Sonst ist sehr schnell das schöne Design Nebensache und die Hauptsache ist, dass der Zug nicht fährt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir wollen einen guten Start, deswegen legen wir Wert darauf, dass die DB Regio kooperiert mit den neuen Betreibern, dass die untereinander kooperieren. Also der Wettbewerb gilt so lange, bis die Entscheidung gefallen ist. Und danach müssen die auf dem System Schiene kooperieren, sonst wird es nicht funktionieren. Dann wünsche ich weiterhin gute oder möglicherweise noch bessere Fahrt. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.